Lichtblick Hasenbergel, eine Einrichtung für sozial benachteiligte Kinder und ihre Eltern. Hier gibt es ein umfangreiches Lern- und Förderangebot. Yalini Satiskuma, seit 12 Jahren in Deutschland, ist gerne im Lichtblick. Die dreifache Mutter kommt ursprünglich aus dem Bürgerkrieg zerrütteten Sri Lanka. Jetzt lernt sie fleißig Deutsch in der Elternschule. Jeden Freitag um 9 Uhr anfangen bis 12 Uhr. Gestern gemacht in Schule. Der hiesige Bundestagsabgeordnete Johannes Singhammer ist der Elternschule von Anfang an eng verbunden. Er ist von dem pädagogischen Konzept begeistert, denn Bildung ist für Singhammer besonders wichtig, um in Deutschland Fuß zu fassen. Vielfach können die Eltern hier nicht mal Deutsch, können sich nicht bewegen, können keine Bewerbungen schreiben. Kinder tun sich schwer, einen geregelten Tagesablauf einzuhalten. All das wird ihnen hier spielerisch beigebracht. Die Betreuungseinrichtung bietet individuelle Förderung, was notwendig ist, denn die Familien kommen aus unterschiedlichsten Kulturen. Unsere Familien sind sehr scheu, sind sehr sozial unsicher und ganz oft kommen die Eltern aus Kulturen, aus Herkunftskulturen, bei denen sie das deutsche Erziehungs- und Bildungssystem nicht verstehen. Das heißt nicht, dass sie weniger intelligent sind, aber sie wissen zum Beispiel nicht, was die Schule braucht, dass ihr Kind erfolgreich sein kann. Seit 2,5 Jahren gibt es nun die Elternschule und das mit Erfolg. Ausgebildete Fachkräfte unterrichten in Sprachübungsgruppen. Eltern ohne oder mit nur geringen Deutschkenntnissen lernen sich in alltäglichen Situationen zurechtzufinden. Wer nicht Deutsch kann, hat wenig Chancen. Das muss klar sein. Wer sich in Deutschland nicht auch bewegen kann in dem Umfeld in Mitteleuropa, tut sich schwer, einen entsprechenden Arbeitsplatz zu finden. All das muss geleistet werden. Und dazu hilft dieser Lichtblick, dieses Projekt in einer wunderbaren Weise. Yalini Satiskuma überreicht Johannes Singhammer ein Geschenk. Vielen Dank. Dankeschön, das ist ja wunderbar. Sie möchte sich bei dem CSU-Politiker für sein Engagement bedanken. Singhammer hatte damals geholfen, einen Sponsor zu finden, der diese Einrichtung bis heute finanziell unterstützt. Johanna Hofmeier, die Gründerin von Lichtblick Hasenbergel, freut sich auch weiterhin auf zahlreiche Spenden. Mit viel Spaß und Freude sind alle Mitarbeiter hier dabei. Also die Notfallübung hat geklappt. Ja, also alle gerettet. Und mittlerweile gilt diese Einrichtung auch als Vorbild für andere soziale Bildungs- und Integrationsprogramme.